Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Rette das Date. Und wen könnten wir dafür Besseres auswählen als mich, die Dating-Expertin, die selber in ihrem Leben sehr wenige hatte und immer die besten Tipps gibt, die sie selber nicht einhält. Aber Leute, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was so euer peinlichstes Date. Hattet ihr schon ein Date? Hattet ihr keins? Denn wenn nicht, könnt ihr heute sicherlich einiges lernen, denn es wird wieder cringe und absurd. Lasst auf jeden Fall viele Daumen nach oben da, denn ihr wisst, der Sommeralgorithmus kickt gerade in der Gamescom-Woche. Und über die Kommentare freue ich mich auch, denn wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich da zurzeit sehr aktiv. Heute haben wir die geile Füllung von Date und Cringe. Das ist mir immer noch so unangenehm, der Scheiß. Um es nochmal aufzufrischen, Leute, gibt es nochmal für alle eine Runde. Ciao an alle. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir versuchen, oder ich glaube, wir helfen ihm dabei, sie abzuchecken. Let's go. Ich rieche schlecht. Ganz schrecklich. Fürs erste Date kann ich euch nur sagen, wenn man stinkt, wenn man Mundgeruch hat und so weiter und so fort, wascht euch, nehmt ein Deo, putzt euch die Zähne, guckt, dass ihr gut riecht. Das macht unfassbar viel aus. So, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt die Ente nehme? Oh, dann badet er. Oh, scheiße, ich bin umgebracht. Mein Gott, er ist tot? Okay, natürlich duschen wir uns, aber es ist genauso beschissen hier. Und hier fällt es nicht rein, oder was? Doch total unlogisch. Generell mal, Leute, ne? Kommt bloß nicht auf die Idee, irgendwo in eurer Nähe irgendwas angesteckt zu lassen, ne? Bitte nicht. Das ist mega gefährlich. Okay, föhnen. Was muss ich jetzt machen? Ja, oh mein Gott. Es ist ja alles falsch, was ich mache, oder? Holy shit! So, nochmal jetzt. So einfach ist es gar nicht. Okay, meine Haare, mein Haar ist zerzaust. Ja, dann, ach so, ja gut, wo soll ich wissen, dass es eine Haube ist? Wer hat denn sowas schon zu Hause? Nackt kann ich nicht gehen, meinst du? Ich glaube, es wird dir bestimmt gefallen. Anzug oder ein lockeres Shirt? Ich glaube, Anzug ist zu förmlich. Wir nehmen ein lockeres Shirt. Ja, easy, easy. Lemon squeezy. Erfolg. Oh nein, ich werde blockiert. Okay, drüber springen oder zementieren? Also zementieren ist ja unlogisch. Du springst einfach drüber. Oh meine Güte, genau. Es ist so unlogisch. Wir können eigentlich schon fast wieder try not to... Challenge machen. Ja, dann wird es halt zu zementiert. Genau, da hätte er jetzt keine Fußabdrücke. Oh Gott, was ist das? Oh nein, sie ist allergisch. Oh no, okay, was soll denn Feuer bringen? Also ich glaube, Ventilator bringt nichts, da pusten wir es ihr ins Gesicht. Holy shit, diese BH. Brennen? Oh nein, Brennwarten. Das findet sie gut. Also ich kann euch eins sagen, es ist mal wieder genauso wie immer. Die falschen Antworten sind die richtigen. 100 Pro ist mein Shirt, oder? Natürlich ist es das Shirt. Also ich persönlich fände es so weird, wenn ich auf ein Date gehe und der Typ schmeißt sein Hemd in eine Pfütze rein, anstatt dass wir einfach außen rumgehen und steht dann oberkörperfrei da den ganzen Tag, weil sein Oberteil ist ja nass. Ich weiß ja nicht. So, oh ja, der Klassiker. Oh nein, sie erstickt! Ich muss sie retten. Was ist das eigentlich für ein Chaos-Date? Okay, entweder auf dem Rücken klatschen oder das... Okay, komm, let's go. So, ich habe sie wieder gerettet. Holy shit. Was ist das für ein Chaos-Date? Ey, was ist denn das? Ja, Wasser. Ich habe kein Geld dabei. Ey, das ist so ein Chaos-Date, wirklich. Also absolute Katastrophe. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder abzuhauen oder Geld zu holen oder sie zu fragen. 270 Dollar, holy shit. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es auch nicht schlimm, wenn mal die Frau zahlt. Aber natürlich macht sie das nicht. Oh mein Gott, sie ist weg. Versagt. Versagt auch noch. Okay, jetzt rennen wir mal weg. Okay, wir rennen einfach weg, ohne zu bezahlen. Wie assi sind wir denn? Ekelhaft, kümmere dich darum. Dann lauf doch außen rum, Mann. Wasser wird ja wohl nichts bringen. Wenn ich Wasser über Scheiße kippe, dann verflüssigt sich's ja womöglich noch. Okay, was ist, wenn ich das einfach mit der Schaufel wechsle? Dann habe ich die Schaufel... Oh mein Gott. Ach du Scheiße, wortwörtlich. Machen wir Wasser drüber. Wie auch immer das... Okay, die Scheiße ist verflüssigt. Okay, mal gespannt, wann wir irgendwie mal in Richtung Küssen gehen. Dein Haus sieht eklig aus. Holy shit, ey. Oh, jetzt verlässt sie mich. Bargeld für eine Renovierung des Apartments erhalten. Okay, jo, dann brauchen wir mal eine Couch. Sozusagen, die Wände sind auch ganz grausig. Und so sieht es doch schon gar nicht mehr so schlimm aus. Jetzt haben wir wieder keinen Cash, verdammt. Nächstes Level. Toll, das heißt, sie rennt uns immer wieder davon. Oh mein Gott, ich muss dieses Date retten. Schwamm oder sie umziehen lassen. Komm, sie darf sie umziehen. Oh, das gefällt ihr. Okay, wir werden bedroht. Ich habe kein Geld, sagt er. Wegrennen und ihm Geld geben. Ich gebe ihm das Geld. Oh mein Gott, holy shit. Warum? Ich habe ihm Geld gegeben. Okay, ich würde sagen, wegrennen. Vor allem, wie entspannt sie weglaufen. Ja, genau. Oh nein, wir werden verfolgt. Merken die beiden eigentlich nicht, dass sie immer nur, wenn sie zusammen sind, die übelsten Katastrophen erleben? Ich würde sagen, eine Mülltonne umschmeißen wahrscheinlich.
Also, dass sie das nicht schnallen. Sie fängt ständig an zu brennen. Wir werden überfallen. Vielleicht heulen. Das findet sie bestimmt ganz schrecklich. Ich glaube, ich muss ihn schlagen. Ja, scheiße, wie peinlich. So, in der Falle. Da muss ich jetzt echt weinen und heulen. Oh ja, genau. Wie soll ich denn da drauf kommen? Die meisten Frauen finden es doch schrecklich, wenn Männer heulen. Ich übrigens nicht. Okay, Leute, ich habe jetzt mich den momentanen Situationen hier angepasst. Wie ihr seht, ich habe einen neuen Skin. Ich glaube tatsächlich eine Nadel oder einen Stein. Wir nehmen mal das Unlogische. Oh mein Gott. Ah, wie schrecklich. Wie schrecklich. Oh mein Gott. Mensch, jetzt wären wir fast beim Kuss gewesen, verdammt. Ich muss uns befreien. Ja, natürlich mit dem Stein. Oh mein Gott. Oh Gott. So voll erschöpft. Wir müssen entkommen. Hey, wir haben so viel Scheiße durch. Ich glaube, dass ich die Tür auftreten. Oh mein Gott, peinlich. Mann! Mit der Axt. Yes, wo habe ich die jetzt her? Sie ist so total gelangweilt und unbeeindruckt. Ich glaube, sie kennt das alles schon. Okay, Seil. So, let's go. Du natürlich noch als erstes, damit ich dir unseren Rock spicken kann. Schon wieder der Typ. Wir müssen ihn loswerden. Schon wieder der. Ja, dann einfach die Schere. Oh nein, wie dumm. Wo soll ich denn das wissen, ey? So, wo auch immer der Amboss herkommt, ist es mir egal. Können wir uns bitte mal daten und küssen, anstatt die ganze Zeit um unser Leben zu rennen? Oh meine Güte, wir verstecken uns. Es ist so blöd. Es ist so blöd einfach nur. Es ist einfach... Oh Gott, es tut so weh. Ich muss etwas tun. Ich auch ständig. Karton? Sag bloß. Oh meine Güte, es ist so schlimm. Ich halte das nicht aus. Wie halten wir ihn auf? Wahrscheinlich mit einer Taube? Ich habe keine Ahnung. Let's go. Natürlich. Mein Gott. Oh nein, kein Ausweg. Fisch, 100 pro Fisch. Oh Mann, ey. Nein. So, es ist der Schwimmreifen. Genau, er kann nicht schwimmen. Oh nein, es war so klar. Okay, Boxsack. Oh Gott, das ist so unlogisch einfach nur. Insel voraus. Ja komm, lass paddeln. So, ein Tijo. Okay, ich glaube, da reicht es. Ich glaube, wegrennen auf einer Insel. Wir verbrennen den einfach. Ich hätte ihn gern verbrannt. Da hätten wir ihn auch essen können. Jetzt kommt er wieder. Oh nein, er ist schon wieder zurück. Wie wäre es mit Scary Movie? Die haben doch Angst. Oh mein Gott, scheiße. Nein! Ich möchte, dass dieses... Ach, weil Katzen mit roten Laser spielen. Ich möchte, dass dieses Date endlich aufhört. Er ist hinter uns. Ich verstecke mich jetzt. Oh ja, weil Katzen es lieben, in der Tüte zu sein, in der Box zu sein. Das ist ja mega cute gewesen, das Bild. Süß. Wenn es doch nur so einfach wäre. Wir müssen etwas essen. Ja, da bleiben nur die Käfer. Okay, ich nehme jetzt mal die Möwe da oben. Komm. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott! Wir müssen die Käfer essen. Nein! Okay, wir müssen die Käfer essen. Oh mein Gott. Wie öffnen wir ihn? Wahrscheinlich mit meinem Spinatarmen. Yo. Oh mein Gott, das ist einfach so schrecklich dumm. Schon wieder er! Nein! 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 Kann ich ihn bitte nicht einfach mal erschießen? Das ist ja fürchterlich. Was will der denn von uns? Das ist irgendwie der Ex-Freund von ihr? Das ist ja schon gestört. Ja, da rennen wir schon wieder weg, Mann. Das ist ein einziges Trauerspiel hier. Ist ja fürchterlich. Wahrscheinlich mit einem unlogischen Felsen, der von irgendwo herkommt. Genau. Wie kommen wir da rüber? Wetten, es ist Wasser. Aus einem unlogischen Grund. Oh mein Gott, nein, scheiße. Häuschen. Ey, wir sterben die ganze Zeit mit diesem Scheiß-Date. Können wir nicht einfach aufhören, uns zu daten und beide einfach einen anderen Weg gehen, um glücklich zu werden, ohne einander? So, mit einem Seil natürlich. Das weiß doch jeder. Ich muss sagen, sie fühlt es gerade sehr, wie ich es auch. Ich bin total gelangweilt von dem Date. Das ist ein Disaster-Date. Das ist ermüdend und sie ist so ein gezwungenes Lächeln immer so. Oh ja, genau. Oh mein Gott, Hilfe. Ich glaube, wir nehmen die dunkle. Das ist bestimmt eine Prüfung. Ja, es war klar. Yes. Man soll nämlich immer das nehmen, was nicht... Also das ist oft so eine Prüfung. Bist du geldgeil oder nicht? Wie bewegen wir diesen Felsen? Ich wette, es ist damit, oder? Der andere kam jetzt schon zu oft. Yes, Mann. Ein Aufzug. Ein Aufzug in einer Pyramide. Interessant. Sollen wir uns vorbeischleichen? Wir geben ihr einfach Geld. Hier, Girl. Oh, jetzt macht sie mich an. Sie flirtet mit mir. Darf ich sie küssen? Ach so, ich küsse sie. Nein, ich wollte die andere küssen. Nein. Hey, aber wir hatten unseren ersten Kuss, Mann. Endlich. Nach 38 Levels. Oh mein Gott. What? Hä? Hä? Warum gehe ich denn jetzt fremd? Betrügt er mich? Was ist denn das jetzt für ein Plot-Twist?
Der Typ ist schlau, der hat gemerkt, dass Dino nur Pech bringt. Okay, ich drehe jetzt die Tür auf. Aber was ist denn das jetzt für ein Plot-Twist hier? Hä? Oh mein Gott, irgendwas stimmt hier nicht. Ventilator? Hä, warum betrügt ihr mich denn jetzt nach allem, was wir gemacht haben? Wer ist da unterm Bett? Taschenlampe. Die Katze, okay. Ja, aber wir haben doch so viel miteinander durchgestanden. Was? Sind Sie es? Oh mein Gott, okay. Was soll Feuer bei Wasser bringen? Okay, ich mach jetzt... Hä? Das ist ja noch viel verstörender, als wenn er mit einer anderen Frau unter der Dusche ist. Dann würde ich sagen, Wasser, was es auch immer bringen soll. Hey, wieso habt ihr euch nicht getrennt, ihr beiden? Bitte, ihr hättet nie zusammenkommen dürfen. Ich ertrag das nicht. So, soll ich ihm glauben? Ach, sie ist schwanger anscheinend. Ja, komm, dann mach eine Haarprobe. Oh no, ist bisher echt fremdgegangen? Nein! Ich will Rache. Er ist echt fremdgegangen! Nach all den Scheiß, den ich hier mit dir durchgemacht habe, gehst du, blödes fremd! So, dafür gibt es jetzt aber richtig auf die... Oh nein, die peinlich. Ich verprügelt sie mich auch noch. Mann! Okay, dann halt mit Pfeil und Bogen. Zack. Oh, findet er mich jetzt hot? Yes, oh mein Gott, soll ich heiraten? Oh mein Gott, wie dumm. Ja, komm, wenn wir Rache wollen. Oh Gott. Und jetzt weint er. Es ist so typisch, es ist immer das Gleiche. Es ist immer so, wenn dann auf einmal der Partner oder die Partnerin weg ist, dann wird rumgeheult. Oh Mann, ey. So, jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich einen neuen. Und jetzt muss er mich retten. Es ist zu heiß, schon wieder. Oh Gott, und er beobachtet uns jetzt. Okay, Leute, dieses Beziehungsdrama muss ich hier jetzt beenden. Das ist mir jetzt zu viel. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, und das sage ich eigentlich sonst nie in der Zahl, möchte ich 20.000 Daumen nach oben da haben, sonst ist das hier für mich durch. Die sind beide beziehungsgestört, die haben nur Pech, die sind nur am Wegrennen und die sollten sich einfach trennen und wir sollten es einfach hierbei belassen, Leute, ja? Deswegen lassen wir das, schreibt mir gerne weitere solche Games, die uns nochmal ein bisschen mehr toppen, in die Kommentare und schreibt mir vor allem über eure Disaster Dates. Da bin ich sehr gespannt und lasst gerne viele Daumen nach oben da, denn ihr wisst ja, Algorithmus im Sommer kickt. Ich sage danke fürs Zuschauen, fragt mich nicht mehr um Tipps bei Dates, ihr seht ja, was bei rauskommt. Und jetzt raus!